wir bleiben bei dem Thema, wenn wir über die Zukunft der Mobilität sprechen, dann ist das nicht nur reine Vision oder Zukunftsmusik, denn es gibt sie schon heute, die Macherinnen und Macher, die schon heute an die Fortbewegung von morgen denken. Start-ups, die für intelligente und innovative, nachhaltige Mobilitätslösungen stehen. Und genau diese wollen wir jetzt auszeichnen mit dem Future Mobility Award. Jahr für Jahr stiftet die Wirtschaftsförderung der Stadt Karlsruhe einen Förderpreis für junge Start-ups mit innovativen Mobilitätslösungen. Und wer noch nichts davon gehört hat, von diesem Preis, was es mit dem Future Mobility Award auf sich hat und wer es tatsächlich in die finale Runde geschafft hat, das schauen wir uns jetzt vorab an mit einem kleinen Film. At a time when the issue of climate change is more urgent than ever, we need innovative solutions to overcome the challenges of the future. Our magazine Nahverkehrspraxis, Platform for Public Transport and Modern Mobility, organized the award together with the Automotive Engineering Network and Messe Karlsruhe with the support of Wirtschaftsförderung Karlsruhe. Basing on findings on key demographic trends, we see that the mobility behavior will change in four sectors. First, the transition to emission-free individual mobility and new ecosystem. Second, autonomous driving. Third, digitalization and data economy. Fourth, new business models and concepts. Dealing with innovations in the topic of startups and try to support them. And I was very pleased as I heard that the AEN, the Automotive Engineering Network, wanted to support an award, the Future Mobility Award. Klimaschutz hat was damit zu tun, dass wir heute was verändern müssen, nicht in der Zukunft, nicht in 10 Jahren. Heute ist Klimaschutz wichtig. Und das kann man in der Kombination Wasserstoff und Verbrennungsmotor am unmittelbarsten, am schnellsten umsetzen. Wir entwickeln Hardware- und Softwarekomponenten, mit denen konventionelle Benzin- und Dieselmotoren zu emissionsfreien Wasserstoffmotoren umgebaut werden können. Hi. We are Lukas, Alex and Isabel from Cognibit, and together we combine more than 20 years of expertise in neuroscience and AI research with engineering know-how and experience in the automotive industry. Cognibit is a young tech startup based in Munich, and our goal is to make autonomous cars safe in the interaction with us humans. Hi, I'm Kike, and I'm a proud member of the Motion Tag team. Founded in 2015, our company has become an established pioneer in mobility analytics on a European level. We developed the first software which generates detailed real-time data on one's mobility behavior. Situ is a startup based in France that supports public transport authorities and operators in the optimization of their mobility and transport networks through big data, artificial intelligence technologies and solutions. And we all share the mission to develop a wide data-driven culture within public organizations. Das sind sie also. Diese 5 Finalisten haben sich gestern mit ihren Ideen und ihren Lösungen vor der Jury in einem Pitch präsentiert und durchgesetzt. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt auf den Gewinner des diesjährigen Awards. Vorher aber, Sie sehen es neben mir, ist es ein bisschen voller geworden. Frank Mentrup hat zu uns auf die Bühne gefunden und Steffen Bilger auch nochmal. Wir präsentieren jetzt gleich den Preisträger, wer das Rennen gemacht hat. Vorab aber die Frage an Sie, Herr Mentrup. Dürfen wir Sie nach der Motivation für diesen Förderpreis, den Future Mobility Award, fragen? Also wir haben ja in der Technologieregion ein Mobilitätscluster, Automotive Engineering Network.
und wollen auch damit die Lücke schließen zwischen der Forschung und dann aber auch der Entwicklung marktfähiger Produkte und dann möglichst auch noch dem Schritt, es auch in den Markt zu bringen. Und dieser Mobility Award soll vor allem dieses Zwischenstück nochmal motivierend unterstützen, weil wir wissen, dass ganz viel tolle Forschung gemacht wird. Wir brauchen dann aber die Start-ups, die den Mut aufbringen und auch die Ideen weiterentwickeln, um am Ende am Markt bestehen zu können. Und wir wissen alle, wie viele tolle Ideen es gibt und wie viele tolle Ideen dann aber daran scheitern, am Ende zu einem marktfähigen Produkt weiterentwickelt zu werden. Und damit, dafür soll dieser Future Mobility Award auch ein Stück Motivation sein. Es soll eine Bühne sein, um diesen jungen Start-ups auch mal die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Und wenn ich sehe, wer hier jetzt alles an diesem Preis beteiligt ist, das Automotive Engineering Network, hatte ich schon erwähnt, die Messe Karlsruhe, das Fachmagazin Nahverkehrspraxis und auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Karlsruhe, dann wird schon aus dieser Mischung deutlich, dass hier ganz verschiedene Aspekte an dieser Stelle zusammenspielen, nämlich Öffentlichkeit herstellen, Marktfähigkeit herstellen, Wirtschaftsförderung schaffen, Innovation möglichst schnell in den Markt bringen und das Ganze dann über ein Netzwerk aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gebietskörperschaften, das verbirgt sich hinter dem Automotive Network, dann aber auch bekannt machen. Vielen Dank, Herr Mentrup, für diese Worte. Jetzt sind wir sehr gespannt, wer das Rennen gemacht hat, wer der Gewinner des diesjährigen Future Mobility Awards ist. Und den werden Sie, Frank Mentrup, ich sage mal, auf eine nicht ganz unspektakuläre Art und Weise enthüllen. Ja, mir ist das schon angekündigt worden, dass hier wieder Mobilität in besonderer Weise erlebt werden kann. Und das sehen wir hier ja auch schon auf uns zukommen. Aber man sieht es jetzt unsere auch Zuschauer können es vielleicht noch nicht ganz sehen. Doch, jetzt müsste im Bild sein, da kommt etwas geflogen. Ich würde mal sagen, das bekommt eine ganz neue Bedeutung, wenn man sagt, der Preisträger wird eingeflogen. Ja, ganz hervorragend. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das da abkriege. Moment. In diesem Kuvert steckt der Gewinner. Ja, jetzt sind wir natürlich alle ganz gespannt. And the winner is Cognibit. Cognibit aus München. Cognibit aus München. Wir haben sie ja eben im Film schon, ich glaube, als zweite Gruppe gesehen, die sich dort vorstellt. Ich darf erstmal ganz herzlich gratulieren. Das ist ja wirklich eine tolle Leistung. Und ich darf kurz aus der Begründung der Jury verlesen. Cognibit GmbH aus München bietet eine Lösung zur Sicherheit bei der Interaktion autonomer Fahrzeuge mit anderen Verkehrsteilnehmern. Für die Jury war wichtig, welche Lösung uns der Mobilität näher bringt, die wir alle erreichen wollen. Automatisiertes, energiesparendes Fahren bei höchster Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer. Cognibit hat sich im Bereich automatisiertes Fahren ein hohes technologisches Potenzial erschlossen. Zum Beispiel auch um Technologien in der Fahrzeugentwicklung oder in Verkehrsräumen methodisch zu entwickeln. Die Präsentation der Lösung war sehr überzeugend und professionell vorgetragen. Wir wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung der nächsten Meilensteine und abschließend will ich nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch an Cognibit. Ich glaube, das können wir beide bestätigen. Immer dann, wenn irgendwo auf der Welt ein autonomes Fahrzeug wegen mangelnder Kommunikation in irgendeinen Unfall verwickelt wird, wirft das die ganze Entwicklung, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, wieder Meter zurück. Und deswegen ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass man hier ein Start-up auszeichnet, das genau in diesem Bereich die Interaktion zwischen den Fahrzeugen zum Thema hat und hier offensichtlich mit ganz neuen, interessanten Lösungen die Sicherheit in Zukunft erhöhen wird. Gratulation an Cognibit GmbH aus München. Ja, und keine Preisverleihung, ohne die Preisträger selbst zu Wort kommen zu lassen. Wir schalten jetzt zu Cognibit aus München und da sind sie. Herzlich willkommen hier auf der Regionalkonferenz und herzlichen Glückwunsch zum Future Mobility Award, Cognibit. Jetzt die Frage an euch. Herr Mentrup hat es gerade schon gesagt, Ideen werden ausgezeichnet, die sich dann aber nicht nur innovativ präsentieren, sondern sich tatsächlich auch auf dem Markt durchsetzen können sollen. Was werdet ihr mit dem Preisgeld machen? Ja, erstmal vielen herzlichen Dank. Wir sind sehr, sehr erfreut, dass wir diesen Preis gewinnen konnten. Es ist wirklich eine tolle Auszeichnung, die uns vor allem eben die Präsenz in der Öffentlichkeit auch verschafft. Was wir mit dem Preisgeld machen werden, ist vor allem weiter in die Technologieentwicklung stecken.
Wir sind ein sehr technologielastiges und forschungsorientiertes Unternehmen, sprich wir übersetzen unsere Forschungsexpertise und Wissen aus der akademischen Literatur in Technologie und Software. Und da möchten wir einfach dranbleiben am Ball und möglichst bald auch den Markteintritt schaffen. Und dafür werden wir unser Geld verwenden. Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt sollten wir natürlich sowas wie eine Preisverleihung hier inszenieren. Ich gebe mal die Hardware an den Kollegen aus Württemberg. Ich übernehme dann als Badener lieber die Software. Und dann haben wir auch noch ein großes Scheck. Haben wir auch noch einen großen Scheck. 5.000 Euro übrigens ist das Preisgeld für alle, die sich gefragt haben, wie viel da möglich gemacht wurde. Ich hoffe, dass man das in München jetzt sehen kann, was es alles Tolles gibt. Natürlich, um anzustoßen, dann den Pokal für die Vitrine, aber was eben auch noch wichtig ist, hier das Preisgeld von 5.000 Euro für die weitere Entwicklung. Nochmal herzlichen Glückwunsch und für Ihre weitere Entwicklung und Zukunft alles, alles Gute und Liebe hier von unserer Regionalkonferenz Mobilitätswende. Ja, und wir machen jetzt noch ein offizielles Siegerfoto mit Herrn Mentrop, Steffen Bilger und der Gewinnerin im Hintergrund, Cognibit aus München. Und natürlich auch nochmal mit auf dem Bild zu sehen, ist dieses spektakuläre Flugobjekt. Kein UFO, sondern ein Haero. Kommen wir gleich später nochmal dazu. Jetzt kurz das offizielle Siegerfoto. Gut, die Fotografen sind zufrieden. Es gab Kopfnicken. Vielen Dank an die Akteure. Und ja, ich würde mal sagen, es regnet Preise. Wir haben nicht nur den Future Mobility Award im Hauptpreis, sondern da geht noch viel mehr, Herr Mentrop. Ja, das ist ja immer so, dass wenn die Beiträge einfach zu super sind oder wenn die Jury sich nicht einig werden kann, dass es dann mehrere Preise gibt. In diesem Fall habe ich den Eindruck, dass die Jury sich hätte einigen können, weil es eine sehr hochbesetzte Jury war, aber die Qualität der eingereichten Beiträge war einfach zu hoch und zu groß und zu unterschiedlich. Und deswegen hat sich die Jury entschlossen, gestern offensichtlich ganz spontan noch einen zusätzlichen Förderpreis zu verleihen unter der Rubrik gesellschaftliche Relevanz. Und da darf ich jetzt dem Start-up Rutago aus Ettlingen gratulieren zu diesem gerade gestern erst entstandenen neuen Förderpreis. Die Begründung der Jury, um die barrierefreie Navigationslösung für Sehbehinderte noch intensiver bekannt zu machen, erhält Rutago ein Marketingpaket bestehend aus Film, Podcast und Beratungsleistungen. Da finde ich, wird auch noch mal sehr schön der soziale Aspekt der Mobilitätswende unterstrichen. Wir müssen schauen, dass alle dabei sein können und dass alle auch an Bord bleiben. Deswegen auch von hier vorne herzlichen Dank an die Jury und Gratulation an Rutago aus Ettlingen, hier aus unserer Technologieregion. Vielen Dank für diese Einreichung und Gratulation zu diesem tollen Preis. Also auch schön, dass hier auch regionale Firmen bei dem Preis vertreten sind. Das war er, der Future Mobility Award 2021 auf dieser Regionalkonferenz. Der nächste wird dann bald wieder vergeben. Danke, wollen wir sagen, hier bei diesem Flugobjekt. Wir bedanken uns bei der Hybrid Airplane Technologies GmbH, auch einem Start-up aus Baden-Baden, für die innovative Mitgestaltung hier der Preisverleihung per Haero. Und wer sich jetzt gefragt hat, was diesen Ballon eigentlich hier durchs Kongresshaus hat schweben lassen, der Ballon ist mit Helium gefüllt. Vielen Dank an alle Beteiligten und Steffen Bilger möchte auch noch was ergänzen. Genau, im Übrigen Träger des Deutschen Mobilitätspreises. Da war ich auch in der Jury und uns hat das wirklich überzeugt, was da für tolle Möglichkeiten uns dargestellt wurden. Jetzt konnte ich es auch wirklich mal selbst erleben. Also es funktioniert alles, weiter alles Gute. Und das, da will ich auch meinen Glückwunsch an die beiden Preisträger von gerade eben nochmal aussprechen. Ich glaube, man sieht immer wieder, dass solche Preise schon auch eine Bedeutung haben. Jetzt abgesehen von dem guten Sekt und dem schönen Pokal und der finanziellen Unterstützung natürlich, weil es sorgt für mehr Aufmerksamkeit und es hilft dann eben Start-ups, sich weiterzuentwickeln. Und wenn man sich mal Start-up-Wettbewerbe anschaut, die es so gibt in Deutschland, ich finde, wenn man mal ganz genau hinschaut, das ist fast immer Schwerpunkt Mobilität, da wo es schon konkret ist. Es gibt viele gute Ideen, bei Mobilität ist oft schon ganz konkret und dann gibt es ja schon die Riesenunternehmen, die auch sehr erfolgreich und mit viel Umsatz unterwegs sind. Aber ja, ich freue mich über so viele tolle Ideen und schön, heute dann tatsächlich mal den Haero in Aktion gesehen zu haben. Vielen Dank an Steffen Bilger auch dafür. Und wer weiß, vielleicht fühlen sich ja jetzt die ein oder anderen Startups, die vielleicht heute auch als Teilnehmende mit dabei sind, inspiriert, sich bei dem nächsten Future Mobility Award zu bewerben.